Einen wunderschönen guten Tag. Wie ihr merkt, mache ich jetzt noch ein Video zu dem, was ich habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Okay. Ich bin positiv überrascht. 165 Aufrufe. Das ist mit einem komischen. Ich einfach nur mal ein bisschen Klartext reden. Ich möchte mich bei. Ich werde euch jetzt alle nicht vorlesen. Ich meine, mal einer hat vor 20 Stunden. Hey, guck ich. Zwar nicht, was da passiert, bla bla bla. Ganz, ganz lieb. Hat 8 Daumen nach oben. Ja, ich habe auch. Ich habe zu vielen geantwortet, außer einer, der schreibt, Diabo ist da. Ganz ehrlich, ihr könnt ja ruhig den Kanal deabonnieren. Einmal, es ist ein Kanal, wo wir nur noch so eine krassen Sachen machen oder auch verkünden, wenn etwas klärt ist. Jetzt ist das Lustige, ich werde nicht sagen, ja, aber man hat sich auch per WhatsApp bei mir gemeldet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dieses harte Video erst dann rausnehmen und runternehmen, wenn es gerafft wurde, dass ich von gewissen Leuten einfach nicht abonniert werden möchte. Ich möchte von gewissen Leuten nicht abonniert werden, damit es keine Reibereien mehr gibt. Der ein oder andere glaubt, dass ich jetzt den einen oder anderen Streamer damit richtig krass angreife und sage, was er für ein Arsch ist und was er für ein Hurenbock ist. Nein, das mache ich nicht, sondern ich mache nur das, was man mir gesagt hat, dass man, wenn ich was sage, dass man das ganz schnell mit einer Community zum Beispiel in Verbindung bringt. Nicht wahr? Und so reagiere ich jetzt auch. Ne? Gut, ich reagiere ein bisschen anders. Ich glaube, das Gute ist, dass man doch ein bisschen gewandter sein kann. Ob jetzt das Video gestern wortgewandt war, frage ich zu bezweifeln. Ja, ich räume ein. Es war ein bisschen makaber, es war ein bisschen krass, schon mal sagen. Es war wirklich krass, aber es musste mal sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fiel mir nicht leicht, dieses Video zu machen. Fällt es auch nicht, dieses Video zu machen, weil jetzt könnte man denken, dass ich hier zum Arsch krieche. Das werde ich nicht. Ich werde weiterhin meinen Standpunkt klar machen. Ich werde weiterhin sagen, dass ich das, was da passiert, und ich erwarte, also was erwarte ich? Ich erwarte eine Reaktion, dass sie es begreifen, dass das so nicht sein kann. Sie werden das als Angriff werten, sie werden das als Beleidigung werten, sie werden das als bescheuert werten. Was will der Penner denn jetzt schon wieder? Das Problem ist einfach, dass ich von erwachsenen Menschen erwarte. Ich meine, gut, dass einer von denen nicht erwachsen ist, das weiß ich. Ich meine, so ein Kleinkind sich mit mir fühlen wollen, ich werde mich darüber noch eine ganze Weile lustig machen. Mama, es ist eh so ein Lauch. Ich durfte ihn ja schon persönlich kennenlernen. Soll er mal rankommen auf den Meter? Ja. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Sagt, das Ding ist ein Statement, ich habe damit mein Ding klar gemacht. Noch halte ich mit einigen zurück. Ich werde die Kanalnamen nicht öffentlich nennen, aber so wie einige schon runtergeschrieben haben, wisst ihr eh, um wem es geht. Ja? Aber es geht nicht nur, und das muss ich ganz knallhart sagen, um ihn auch mal ganz kurz ein Stück verteidigen. Es geht nicht nur um ihn. Es geht nicht nur um ihn, er hat nämlich versucht, etwas zu klären. Ist gewaltig nach hinten losgegangen. Ja, Regierung war das nicht. Worüber ich sehr, sehr enttäuscht bin, ist, dass dieses Video, was ich gemacht habe, direkt in einen Livestream reinkommt. Und ich weiß, wer es reingestellt hat. Ich weiß, wer darüber gesprochen hat. Das war einer, mit dem habe ich mich ursprünglich ausgesprochen. Und dann guckt er sich das an und redet öffentlich weiter darüber. Und das kann es irgendwo nicht sein, liebe Freunde. Das kann irgendwo nicht sein, dass dieser hässliche Lurch, obwohl er sich ja gut stellt mit dem Streamer, um den es geht, ja, angeblich Best Friends, versaut er einen Stream. Jetzt überlegt euch mal, ihr hättet Beef mit mir, macht aber gerade euren 12-Stunden-Stream und dann kommt da irgend so ein hässlicher Mongo. Dann kommt da irgend so ein hässlicher Mongo
und ballert den Scheiß rein. Ja, hier, Cookie hat schon wieder was gemacht. Was für ein hässlicher Mongo ist das bitte, Alter? An den Streamer, ich würde mal über deine Moderatoren nachdenken. Ich würde über einiges bei dir dann nachdenken, aber ist okay. Ich will dich nicht weiter angreifen. Ich will dich nicht angreifen. Der Angriff kam gestern. Was kein richtiger Angriff sein soll, sondern einfach nur mal ins Gehirn pusten. So, hey, du bist der Community-Papa. Kümmer dich mal drum, dass da wieder Ruhe reinkommt. Ist aber nicht. Den einen, dass er mich abonniert, war mir irgendwo klar. Ich weiß, dass er auch ständig bei mir in den Streams rumhängt, wegen irgendwelchen Weibern, die er anbaggern kann. Ja, was schon peinlich ist, ich meine, ich habe ihn das sogar über den Hauptkanal. Der Stream müsste noch drin sein, müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, weiß nicht mehr, wie der Stream hieß. Ja, wie er da anfängt, erbärmlichst mit einer Zuschauerin zu flirten, was schon richtig räudig ist. Ja, und ich gucke mir das in anderen Streams an, auch hier bei dem Streamer, wo ich, mit denen ich ja gerade so ein bisschen diese kleine Auseinandersetzung habe, weil da ein paar Leute sind, es nicht ganz so gerafft haben, was da los ist, weil sie ein bisschen Brain AFK sind. Ja, und selbst bei ihnen im Streams müsst ihr mal reingucken. Da ist einer, ich will jetzt seinen Namen nicht nochmal nennen, ich habe ihn gestern genannt. Ja, er baggert echt alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Er ist ein Lurch. Ja. Ist ein Spast hier auf Deutsch gesagt. Ja. Er soll mal weitermachen. Irgendwann kommt da eine Ollen ran, wo sogar Mann mit bei ist und dann kriegt er ordentlich auf die Fresse. Dann hoffe ich aber, dass ich für den Zeitpunkt sogar das Popcorn, Chips und ein Bier bereit habe, um das alles noch zu genießen, die ganze Show. Aber das ist halt, wenn man halt aus der Ecke kommt, ich meine mal, aus der Ecke kommt. Freaks. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe mit dem Streamer jetzt ein bisschen hin und her geschrieben. Ich bin eiskalt zu ihm. Er versucht es mit mir zu klären. Ich bin eiskalt zu ihm. Das kann ich euch verraten. Warum bin ich eiskalt zu ihm? Um ihm zu zeigen, hey, Leben ist hier kein Ponyhof. Ja? Wir sind hier im Kindergarten. Entweder er kriegt das unter Kontrolle oder wir machen so weiter. Ja. Ich habe extra den neuen Kanal gemacht und das sage ich euch auch. Ich meine mal, wenn ihr mich gefunden habt, müsst ihr nicht wie kleine Kinder reinschreiben, hab dich gefunden, sondern hey, dann habt ihr mich gefunden, ist okay. Ich werde eh über jeden Zuschauer ausgefragt, ob rausschmeißen oder nicht, ist nicht bös gemeint. Aber wir wollen mit einer gewissen Community nichts mehr zu tun. Wir wollen mit den Leuten nichts zu tun haben. Also ich zumindest. Deswegen zum Beispiel erwarte ich von meinen Moderatoren zum Beispiel, dass sie ziemlich loyal sind, weil ich weiß, dass viele meiner Moderatoren zum Beispiel auch woanders Moderator sind. Und sie müssen halt neutral handeln. Ja? Sie müssen in jedem Stream das umsetzen, was der Streamer wünscht. Ist eine ziemliche krasse Sache, ja, die ich da von meinen Moderatoren abverlange. Aber was nun mal so ist, ist nun mal so. Warum möchte ich mit der Community haben? Ganz einfach. Ich will mich von ihnen fernhalten. Wir haben uns für getrennte Wege entschieden. Ich habe mich für getrennte Wege entschieden, damit ich wieder frei reden kann. Für die, die meinen neuen Kanal kennen, ich werde den Namen hier nicht nennen. Wir haben zum Beispiel Arma 3 gestreamt. Ja, ich und ein anderer YouTube-Kollege. Und wir hatten lange nicht mehr so viel Spaß. Wir hatten lange nicht mehr so viel Spaß. Und da möchte ich wieder hin. Dieses, ich muss keine Angst haben, dass irgendjemand hinter mir steht, ja, und mich ausspioniert. Ja, ausspionieren ist so ein böses Wort. Ich wurde ganz, ganz oft über meine Streams angesprochen. Ob denn wirklich Sinn macht, was ich da mache? Ja, macht Sinn. Wir sehen es ja. Ne, normalerweise rede ich nicht drüber. Normalerweise rede ich nicht drüber. Aber nur so ein lumpiges Video, das ist mal Klartext, ja? 169 Aufrufe, 18 Kommentare, 17 Daumen nach unten, 0 nach oben. 17 Daumen nach oben, 0 nach unten. Und dann finde ich das ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ich den kleinen Spacko nennen soll. Ja? Könnt ihr selber.
Ja? Alle schreiben was Wertvolles rein, was Sinnvolles rein. Ja? Und einer schreibt, der Abo ist da. Und ich finde das ganz geil, was dann ein anderer Zuschauer reingeschrieben hat. Hoffentlich hast du es schon getan, weil kommentieren muss man sowas nicht. Ob du deabonnierst oder nicht, muss keiner wissen, will es eh keiner wissen. Weil es eh keiner interessiert. Entschuldigung, ich vorlesen heute. Ich bin noch nicht lange wach. Aber auch, hab sehr lange gemacht. Und ich hatte gestern einen verdammt geilen Tag. Und den lasse ich mir nicht kaputt machen. Ich bin echt stolz auf diese Community, die da hinter mir steht. Die tatsächlich hinter mir stehen. Und nicht auf die, die einfach nur reingucken und sagen, er macht schon wieder Scheiße. Ja, die, die sagen, er macht schon wieder Scheiße, sind die, die echt nichts Besseres zu tun haben, die auch noch vielleicht von der Frau ein paar auf die Fresse kriegen. Ja, weil sie zu Hause nicht in der Beziehung die Hosen anhaben, sondern keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch schon eine Weile kein Wiki-Wiki mehr gehabt. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das Video werden hier auch einige Minderjährige gucken. Ja, ich meine mal, wenn man kein Wiki-Wiki kriegt, dann kümmert euch nicht um Dopi, sondern geht Golf spielen. Einmal ein bisschen Abschläge üben. Ja, das nennt man macht einen Abschlag beim Golfen. Oh, kennt sich da so ein bisschen aus. Mach das gerne mal. Ich meine mal, das kostet, was war nicht? 20 € oder so kostet der Spaß. Ja. Und in jedem verfickten Bundesland gibt es einen Golfplatz. Wenn ihr schon keinen Sex habt, dann geht Golf spielen. Mehr möchte ich erstmal nicht sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich möchte aber auch nicht, dass ihr jetzt irgendjemanden haten tut dafür. Ich bin nur der Meinung, dass ihr es verdient habt, zu erfahren, was los ist. Und wenn ihr Interesse dazu habt, wieso, weshalb, warum ich tatsächlich diesen neuen Kanal gemacht habe, wenn ihr das mal wissen wollt, tut mir zwar auch leid für die anderen, aber wenn ihr das wirklich mal wissen wollt, dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare rein. Und werde ich euch darüber aufklären. In diesem Sinne, bis denne. Tschüssen.